Moin zusammen, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Wir sind jetzt in der U-Bahn-Station, da sind wir beim letzten Mal rein, weil der Pinguin hier unten irgendwo einen Störsender versteckt hat, der blöde Mistkerl. Achso, das können wir noch nicht machen, weil unsere kryptografische Sequenz noch nicht funktioniert. Dann gehen wir erstmal runter. Da oben ist eine Menge an Gegnern. Aber die sind erstmal egal. So. Ja. Okay, da komme ich noch nicht rein. Irgendwie, da ist eine Tür dazwischen. Vielleicht probiere ich es mal hier drüben. Da ist auch. Guck mal, geht doch. Sind hier unten Gegner? Ich sehe hier erstmal keine. Da hinten sind aber auf jeden Fall Gegner. Das heißt, das ist dann auch zwangsläufig der richtige Weg. So, gehen wir mal hier rein. Gucken wir, was hier los ist. Ah, ist egal. Auf. Auf den U-Bahn. Auf diesen U-Bahn-Waggon. Ups. Da ist erstmal nichts. Okay. Wollen wir hier mal durchsliden? Yeah, voll durch. Ah, cool. Rüber. Ich sag dir, er ist es. Unmöglich. Da, sieh genau hin. Komisch, ich sehe es nicht hören, ne? Oder? Er ist grau. Das Plakat muss schon über 100 Jahre alt sein. Ach, Batman. Kann es da derselbe Kerl sein? Selbst wenn er es wäre, woher sollte Pinguin ihn haben? Macht es doch nicht Keine so schwer. Ahnung, aber er ist es ganz sicher. Ups, hat sogar einen Namen. Das will ich haben. Solomon Grundy? Was für ein bescheuerter Name. Das ist doch das, was man im Museum hören kann. Du weißt schon. Solomon Grundy. Geboren. Kampfausschalten. Vorsicht, die Fledermaus. Bam! Meine Fresse, wie cool. Und klatsch. Und der kriegt auch noch eins raus. Und das war's. Einfacher geht's nicht. So, was haben wir denn hier? Na komm. Solomon Grundy, the man who cheats death. Ja. Das war ein Riddler-Rätsel. Zack. Begraben am Sonntag, ja. Und da ist ein Titanbehälter. Dieser Titanbehälter ist gut geschützt. Ich werde ihn nur mit Explosivgel zerstören. Ja, dann machen wir das nochmal. Gel drauf. Und Peng. Ich muss den Rest der Titanbehälter finden und zerstören. Machen wir hier nochmal was drauf. Und sprengen das auch nochmal weg. Peng. Ach, hier bin ich jetzt. Ja, okay. Nee, da möchte ich eigentlich nicht so gerne hin. Ah. Ja, whatever. Ist ja auch wurscht, mal. Denn dieses Riddler-Rätsel da hinten ist eine Todesfalle, da kommen wir nicht wieder raus. Da möchte ich deshalb nicht rein. Zack. Na, komm. So, kriegst du durch. Und Gegner. Ihr habt den Pinguin gehört. Batman ist auf dem Weg. Gut. Ich wollte diesem Freak schon immer mal auf. Ja, ist klar, Insasse, ist klar. Aber ich dachte, er wollte, dass wir dieses Ding zu Joker schleppen. Wollte er. Wegen Batman musste er den Plan wohl ändern. Ist doch egal. Wir legen Batman um. Danach schleifen wir dieses Ding zu Joker, schalten es ein und kehren als Helden zu Cobblepot zurück. Was? So. Einfach umlegen, ja? Hauptsache, man sieht mich Batman. Jetzt nicht. Nein. Ich hab keine Angst. Das ist ein Nichts. Ah, verdammt, das sind zwei jetzt. In einem Kostüm. Ein Die bewegen sich etwas anders als geplant. Na, ist egal. Kriegen wir auch hin. Lass ihn ja nicht an meinen Unterbrecher rankommen. Hab's kapiert. Finde Batman. So, das ist Nummer 1. Dahin. Und Nummer 2. Ich habe einen von euch Idioten verloren. Ben, ihr das Ganze. Jo, genau. So, das ist, da hinten ist ein Ritter-Informant. Den hole ich auf keinen Fall jetzt sofort, sondern erst das allerletzte. So, ich muss ein bisschen aufpassen, wo die Trottel langlaufen. Ach, verdammt, der hat mich gesehen. Mist. Ich könnte kotzen, ey. So. Wir müssen ihn finden. Sofort. Wenn ihr da oben rummacht. Zu mir. Oh Gott, ey. Was sollte das denn? Verdammt, ich hab doch einen Gleitschritt gemacht. So ein Mist aber auch, ey. Los jetzt, hau ab da. Hab ihn verloren.
Findet ihn! Sofort! Hier ist einer! Mein Gott, ey. Na komm, bewegt euch. Du auch. Komm her. Oh nein. Du auch? Oh Gott, wach auf! Ja, das ist jetzt blöd, dass der da rumhockt. Mann, ist das ärgerlich. So, kaputt. Knack und den verhören. So, oh meine Güte, ich kann mich auch doof anstellen. Das war so blöde. Ich weiß, dass du für Riddler ärgerlich. Woher? Ich meine natürlich. Bitte, bitte tu mir nicht weh. Ich werde dir alles sagen. Daran habe ich nicht eine Sekunde gezweifelt. Ah, klatsch. Okay, gut. Auf jeden Fall waren das die Gegner in diesem Raum. Kümmern wir uns um das Störgerät. Und wir haben einen weiteren Stufenanstieg. Da holen wir uns gleich erstmal die Panzerung gegen Beschuss. Das ist ja mega ätzend gewesen jetzt. So, zack, der weg. Und der weg. Na komm her. So, sehr schön. Kein Signal. Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Jo, gucken wir mal kurz auf die... Achso, ja, natürlich. Ausrüstung. Batsuit. So. Kugelsichere Panzerung. Erstmal her damit. So. Und wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Denn wir haben hier 1, 2, 3 Riddler-Fragezeichen aufgedeckt. Und die wollen wir auch nochmal eben kurz, wenn ich sie dir schon annehmen kann, mitnehmen. Wobei, ich komme ja eh noch später nochmal her. Das brauche ich jetzt eigentlich noch nicht. Ach zur Hölle, was soll's. Weg hier. Wir können hier jetzt auch gehen. Gehen. Nämlich hier hinten durch. Einmal durchgleiten. Und jetzt habe ich mich, glaube ich, verlaufen. Was ist denn lang, verdammt? So, hier ist das Ding. Achso, ich muss da schon wieder rauf, wa? Ups. Oh, okay. Ja, ist okay, den hier... Na nu, was ist denn das für ein Fragezeichen da drauf? Knacken wir das Ding mal. Mühelosigkeit. Oh, okay, das ging ja leichter, als ich dachte. Zack, danke. Gucken wir nochmal auf die Karte. Jetzt haben wir noch zwei. Okay. Gehen wir hier hinaus. Das ist jetzt... Das müsste jetzt der Ausgang sein. Ja, genau. Hier bin ich richtig. So, da ist eine von Catwoman. Da können wir nicht ran. Na, Distanzstromladung will ich haben. Ups, mach die Tür auf. Los. Was zum Henker ist da unten los? Hallo? Hat hier jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist... Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr gar nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch! Ja, Pingy, ist schon klar. So, dann gucken wir nochmal hier unten rein, jetzt doch nochmal, statt da vorbeizulaufen. Es kann nicht schaden, ein paar Riddler-Rätsel zu lösen, dass wir den Aufenthaltsort der zweiten Geisel kriegen. Aber so wie es aussieht, gibt es hier unten keines. Gab es hier noch Gegner? Nein. Okay. Dann können wir jetzt ja gehen. Da hier noch was? 9 bewaffnet. Das waren die aber, glaube ich, alle, die ganz oben standen. Jo, genau. Die waren da oben drüber. Aktuell nicht so relevant. Aber jetzt können wir mal eben... Da. Wo ist dieses Häuschen? Da hinten. Ach, schon wieder ein klingeltes Telefon. Ist jetzt gerade nicht relevant für mich. Den Sequenzer. Ach Gott, ey. Hat eine blöde Zahl. 10. So, machen wir das Gerät mal auf. Tickets. So, da ist nämlich auch noch ein Riddler-Fragezeichen drin. Das nehmen wir mal mit. So.
Und weiter geht's. So, hier war nix. Ja. Gut. Neue Nebenmission identifiziert. Tiger Zentrale, hier Air Tiger 7. Wir nähern uns jetzt der Zielposition. Die Gasse ist menschenleer. Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Aktivität. Sekunde. Da liegt ein Körper, ist offenbar unbekleidet. Wärmesignaturen. Ist noch nicht lange tot. Mann, sieht aus, als hätte man seine Gesichtshaut weggeschnitten. Wie ungewöhnlich. Setzen Sie Ihre Patrouille fort, Captain. Keiner der Insassen geht nach diesem Muster vor. Ich vermute, da ging es um irgendwelche Revierstreitigkeiten. Vielleicht sollte das eine Botschaft sein. Bestätigt. Gut, ist egal. Wir wollen ins Museum. Gucken aber erstmal, wie wir überhaupt lebend rauskommen. Dem sieht ganz so aus. Wusstest du nicht, dass Batman an den Störgeräten nicht vorbeikommt? Hatte ich keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Tja, das ist noch mehr. Batman ist hier! Jo, Batman ist hier. Und verhaut euch noch in diesem Teil? Nein, er verhaut euch nicht mehr in diesem Teil, sondern erst im nächsten. Also, bis dann.